Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei. Erich, willst du es sagen, wo wir sind? Dadauer Tischlerstube. Genau, Dadauer Tischlerstube. Was ist überhaupt Dadauer Tischlerstube? Dadauer Tischlerstube ist Dadauer Tischlerstube. Auf jeden Fall, heute geht es bei Dadauer Tischlerstube. Erich, jetzt haben wir das. Ich sehe den Erich so schlecht. Der Erich hält die Kamera so vor sein Gesicht. Er sieht ja nicht mehr gut. Jetzt sehe ich überhaupt nicht den Erich. Es schaut aus wie zwei Füße, zwei Hände, so ein Oberkörper ohne Kopf. So quasi Handy als Kopf. Ja, auf jeden Fall, heute geht es um Transport. Der Erich und ich sind letzte Woche mit diesen zwei Platten gefahren. Kannst du kurz hierher filmen? Ja. Diese zwei Platten haben wir so auf den Anhänger gelegt. Der Anhänger war 3 Meter lang und die sind in der Mitte gelegen. Dann hat der Erich eine Vollbremsung machen müssen, weil ein Hase über die Straße gelaufen ist. Und dann ist diese Platte so weggeschossen, an die Hängervorderwand angeschossen, überschlagen, an die Rückwand vom Auto. Das Auto war kaputt. Also eine kleine Delle, zum Glück war das in Erich sein Auto, denn der Erich, wenn das in Erich sein Auto ist, ist das ja logischerweise nicht mein Auto und somit ist das Problem auch etwas geringer für mich. Für den Erich, glaube ich, war es nicht so lustig, oder Erich? Ja. Okay. Dann ist der Erich draufgekommen auf einen super Trick. Wo sind diese Pappen, diese Pappe, Erich? Die liegt beim Karl August. Ist sie runtergefallen? Ja. Ah, hier liegt sie. Dann ist der Erich draufgekommen, wir legen diese Pappe bei. Dann kann nichts mehr passieren. Dann haben wir die Pappe genommen, hingelegt, neue Teile natürlich gekauft, weil die anderen kaputt waren. Haben das draufgelegt und wir sind wieder gefahren. Dann ist ein Reh über die Straße gelaufen. Der Erich hat eine Vollbremse gemacht, das ist wieder gerutscht und wieder an. Der Nachteil war, er hat das Auto schon hinten reparieren lassen. Das hat ihm 500 Euro gekostet. Und dann ist das Teil angeflogen und es ist eine Delle im Auto. Erich, wie geht's dir mit der Delle? Okay, der Erich ist... Auf jeden Fall ist der Erich dann draufgekommen, dass das nicht sehr gut war. Ich musste immer lachen. Jetzt hast du das schon wieder reparieren lassen, jetzt, Erich? Nein. Nein, okay. Dann hat sich das Ganze wieder weiterentwickelt. Dann haben wir Schaumgummi, mit diesem Schaumgummi über Polster, also Polster, so Platten werden damit beklebt und dann wird überzogen, wie sagt man, gepolstert, Polstermöbel. Ja. Das ist das, was darunter ist. Und wenn man das rauflegt und das rauflegt, dann ist nichts mehr. Da sind wir gefahren, der Erich und ich. Der Erich hat eine Vollbremse gemacht, weil ein Waschbär über die Straße gegangen ist und dann ist sind diese beiden Platten gerutscht, weil wir vergessen haben, unten was hinzulegen. Das Ganze ist an die Vorderwand von Anhänger und an den Erich hinten. Und der Erich hat das in der Zwischenzeit aber wieder reparieren lassen. Und das war jetzt ein bisschen wieder dellig. Auf jeden Fall hat sich das jetzt wieder weiterentwickelt. Willst du das erklären, wie wir das gemacht haben? Nein. Das haben wir nicht erfunden. Das haben wir von Freunden, die haben uns das gesagt, wie man das macht. Manchmal helfen uns die Leute, weil sie sehen, wir sind etwas... am Limit. Manchmal. Manchmal. Und jetzt, wenn wir in Zukunft zwei so Platten transportieren und es kommen Waschbären und Elefanten oder... Elche, ja. Elche. Laufen viel bei uns, glaube ich, in letzter Zeit. Dann legen wir zwei dieser Platten am Anhänger, legen diese Platte rauf, dann legen wir die nächsten Teile hin. Die sind immer schön handlich. Das ist blöd. Wenn ich das so hinlege, brauche ich zwei Hände. Dieses Teil kann ich einfach hierher legen, lege das nächste drauf und wenn das jetzt rutscht, es rutscht nichts mehr. Jetzt haben wir eine Vollbremsung gemacht und was war dann, Erich? Nichts. Es ist einfach so liegen geblieben. Und wie haben wir das gemacht? Willst du das erklären, wie wir das gemacht haben? Erich, ich nehme die Kamera, du musst Hallo auch noch sagen. Hallo, Gruß an unseren größten YouTube-Fan angeblich, in Karl, oder ist er aus Karl? Ich glaube, er ist aus Karl und heißt Karl. Oder Hans. Er ist aus Karl, das ist eine Ortschaft, eine Gemeinde im Burgenland. Ach so. Ja, ich glaube, so, dass es Burgenland ist. Irgendwas war mit Karl. Ich glaube, er ist aus Karl und heißt Karl. Ach so. Egal, er weiß, wen wir meinen. Ich glaube, ja. Karl, ich kenne Karl gar nicht. Ich kenne den Karl August. Ah, das ist der Karl August, der ist nicht aus Karl. Ganz kurz, 5 mm MDF. 4 mm waren das, Erich. Du tust schon wieder übertreiben. Ich habe die Brille nicht auf. Seit du Legastheniker bist. Gut, 4 mm MDF mit normalen Standardleim beleimt und in Schaumgummi. Wir haben es zwar in der Presse drin gehabt, aber wenn man es drauflegt und beschwert ein bisschen, müsste es normalerweise auch ganz gut gehen. Genau. Dann im Format geschnitten, reicht vollkommen. Das ist, glaube ich, 10x70.
wenn ich nicht irre. Und das war's eigentlich. Und man kann sauber laden und kann quasi 100 Kilometer hochschlichten. Die Staffeln liegen immer am selben Platz und... Wenn wir sie brauchen, haben wir sie. Gute Idee gewesen. Nicht von uns, natürlich nicht. Aber natürlich nicht. Von... Okay, gut. Du darfst weiterreden. Okay, na, du musst dich verabschieden, Erich. Also ja, tschüss, Papa, Anan, Hannes aus Karl. Oder Karl aus Karl. Oder Hansi aus Hansstetten. Na, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall wollen wir Danke sagen, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Ist nicht selbstverständlich. Der Erich sagt immer, er würde sich diese Videos nicht anschauen. Ja, stimmt. Ich auch nicht. Und obwohl, ich schaue mir das schon an, Erich. Ich habe das schon, ich muss schon manchmal schmunzeln auch. Ach so? Ja. Ja. Aha. Okay. Wir sagen Danke. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann würden wir uns, der Erich, oder Erich? Was? Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Oder Erich? Ach so. Ja. Über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Wir würden uns auch sehr über einen Daumen rauf freuen oder einen Daumen runter. Aber ich glaube, in letzter Zeit zeigt dieser YouTube nicht mehr an, wenn man Daumen nach unten drückt. Denn ich drücke ja immer Daumen nach unten bei unseren Videos und da kommt aber nichts. Das leuchtet nicht mehr auf. Also es ist sinnlos, wenn der Daumen nach unten drückt, glaube ich. Und die Glocke kann man auch drücken. Was die Glocke macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, durchhalten ist die Devise. Schaut unsere Videos an. Die sind sehr... Ja, ich drehe es ab. Okay, tschüss, Papa.